So, komm ich. Das ist das Volk da, wo da vor 8 Wochen ganz schlecht war. Gell? Wie viel haben wir da? Das haben wir umgeweißelt. Das haben wir umgeweißelt. Ja. Ah, haben wir umgeweißelt. Haben wir da schon Honig weggenommen? Ja, diese Tage. Und war mickrig, gell? War mickrig, ja. Also eine Tage weg. Sehr gut. Ist da was drauf überhaupt jetzt? Die? Hier? Da ist was drauf. Ne? Zeigen. Zeigen, nicht nur weg. Jetzt macht das die sogenannte Kippkontrolle. Wo kommen die jetzt her? Also ist die zweite Tage. Ja. Ja, die zweite. Die erste ist ja schon weg, geschleudert. Die zweite. Spritzt. Warum hat er das jetzt abgeschüttelt überhaupt? Warum hast du das abgeschüttelt? Weil schau wollte, ob es spritzt. Weil er schauen wollte, ob es spritzt. Ja. Ja, beim Schied ist ein wenig Wildbau drauf. Ah. Ja, ja. Also er hat jetzt da eine Honigwabe reingehängt, damit der Drohnenbau unten entsteht. Genau. So, jetzt ist aber da voll mit Pollen im Drohnenbau. Ja. Ist das Drohnenbau wirklich oder ist das Arbeiterin? Nein, das ist Drohnenbau. Zeige mal näher her. Nein. Das ist kein Drohnenbau. Das ist Arbeiterinnenbau. Das ist Drohnenbau. Ja, da unter. Ganz da außen. Aber das hier. Gucken wir mal, da tut das mal zur Kamera halten. Das ist hier alles Arbeiterinnenbau. Und warum ist mir das gleich aufgefallen? Weil da nämlich Pollen drin ist. In einem Drohnenbau wird kein Pollen eingelagert. Kapiert? Das erste Mal gehört? Ja. Und dann dahinter in der hinteren Reihe da mit dem Nachbarschwätzer. Gell? Genau. Im Drohnenbau wird kein Pollen eingelagert. Und wenn da Pollen drin ist, dann kann das gar kein Drohnenbau sein. Und man sieht es natürlich an der Größe sowieso. Gell? Ja. Weil man den leichter wegmachen kann. Herr Lehrer, magst du das auch schauen? Warum? Ich weiß nicht, keine Ahnung. Also was sehen wir hier? Wir sehen natürlich, die Wabe ist nur halb bebrütet. Also ist das Remmel zu viel. Es ist zu viel. Vielleicht ist auch die Königin ein bisschen mickrig. Nicht gut genug. Kann auch sein. Könnte man so eine halbe lang hinter Schied aushängen, oder? Ja, nicht ganz ausnehmen. Hinter dem Schied, das bringt nichts, weil da geht die Königin dann hinterher auch und brütet hinter dem Schied. So Wabe gehört eigentlich ganz raus. Und das wäre jetzt abhängig von seiner Trachtentwicklung und von der Jahreszeit. Also an seiner Stelle, wenn er hier, es kommt ja Honig rein, würde ich die Wabe rausnehmen. Ganz raus. Und das mit dem Drohnenbau, da hat er auch raus. Jetzt machen wir wieder. Kann man meinetwegen in einen Ableger reinhängen, gut flippen lassen oder so. Ja, das ist eine Wabe, die ist in Ordnung. Aber die hat auch ein bisschen Futterkranz. Ein Zeichen dafür, dass sie zu viel Platz hat. Ich nehme mal ein bisschen hoch. Ich habe schon die Fünfer. Bin ein bisschen, weißt, in Deutschland sind wir ein bisschen weiter. Also, und jetzt guckt ihr her. Eigentlich gibt es ja jetzt gar nichts mehr zu gucken. Wir haben jetzt gesehen, das Volk hat Brut. Es hat ein oder zwei Waben zu viel. Die nimmt man raus und dann gleich wieder zusammen schieben wir und weitergehen. Ich nehme die jetzt nicht raus.
Er nimmt sie nicht raus. Nein, ich weiß ja nicht, was jetzt momentan da damit. Ah, also, wir sind. So, und das ist auch eine wichtige Sache. Wir sind nicht vorbereitet darauf, Waben rauszunehmen. Weil was müssen wir haben, wenn wir Waben rausnehmen wollen? Eine Zeige, wo wir sie reinhängen. Weil sonst schmeißen wir sie nämlich ins Auto. Im Auto verschmiert es den ganzen Sitz dahinter oder den Platz. Und es geht kaputt natürlich. Gell? Also man sollte halt auch ein bisschen vorbereitet sein, wenn man zu der Bienenfolge geht. Gell? Du hier mit seinem Läkeltuch jetzt hier. Jetzt schon Firma Bayer. Extra für den Kauf. Also, aber jetzt eigentlich gehören die zwei raus, die zwei ersten Waben, gell? Und das wird aber dazu führen, dass da oben noch 5 bis 10 Kilogramm mehr Honig reinkommen. Zwei Waben unten raus, mehr Honig oben. Hm? Und wenn das, Leute, wenn ihr es nicht glaubt, das ist mir doch egal. Und war jetzt vor 9 Tagen. 8, 8, 8. 1, 9, 10, 8, 8. Was wäre passiert, wenn man das aufgesetzt hätte? Nix. Ist das ein Kanika oder ein Backfest? Das ist ein Kanika. Ein Kanika, hätte ich nicht viel gemacht wahrscheinlich. Gell? Und wenn du ein Backfest hast, tut es genauso aus. Eigentlich nicht an der Stelle, eigentlich erst als zweiter Honig drauf. Weil bei schlechtem Wetter, jetzt haben wir ja den Wetter geschafft, reicht der Kontakt zum Futter oben ab. Zwischen dem ersten und zweiten Honigraum kann man bei Kanika wissen Sie. Bei Wachstum, die haben auch Arbeiterinnen Baumann. Zumindest an der Stelle im Moment voll das Weiße. Das dringend Futter braucht und man hat nur Honigwaben. Da kann man das schon machen. Aber dann sollte man das dann irgendwann mal wieder rausnehmen. Meine Drohnenrämpchen sind alle so. Ja, das ist ganz total. Aber ich habe ja gerade erklärt, warum ich das nicht so gut halte. Und du wirst dann irgendwann, werden bei dir mal 5 Völker zusammenbrechen, weil es zu warm ist. Und dann wirst du deine Meinung hier auch ändern, Herr Direktor. Weil ich habe das schon hinter mir. Ich habe schon Völker versaut mit der Methode. Ja gut. Ich würde sagen, Standard. Ja. Ja, also sehr gut, ist das übertrieben. Damals Standard. Gut so. Irgendwann nochmal sagen,
lassen wir es oder kannst du es? Okay. Weil ich habe drei Völker, wo es wirklich die letzten Wochen nie was passiert ist, ja. Diesbezüglich. Muss auch nicht mehr reinschauen. Ist dabei, es sei denn, man geht in die Art Rot. Da muss man noch ein, zwei Mal gucken. Antrieb ist vorbei. Also es ist auch eine Frage der Wirtschaftlichkeit. Wenn ihr natürlich nur fünf Völker habt und sowieso am Sonntag zu der Biene geht, dann könnt ihr da schauen bis 15. Juni, maximal bis 15. Juni. Aber wenn ihr viele Bienenvölker habt und ihr habt Mitte Mai die letzte Zelle, und dann schaut ihr sowieso nicht bei allen Völkern. Dann schaut ihr vielleicht bei drei, vier Völkern pro Stand. Und wenn da nichts mehr ist, dann hört ihr das. Und wenn dann 5% der Völker abschwärmen, dann muss man das in Kauf nehmen. Aber der Schwarmdruck geht insgesamt zurück. Wenn ihr jedes Jahr, entweder im August oder September oder im März und Frühjahr, die Königin auswechselt, und das ist kein Naturschutz, sondern das ist landwirtschaftliche Produktion. Ja, aber eine Kuh lässt man auch nicht 25 Jahre alt werden, weil dann geht die Leistung zurück, sondern die muss dann nach 5, 6, 7 Jahren spätestens wegkommen. Also die wird dann natürlich geschlachtet. Und hier ist auch so, wenn ihr die Königin nicht austauscht, dann wird sie im zweiten Jahr abschwärmen, und wenn ihr den Schwarm nicht einfangen könnt, dann ist das Tier weg. Es ist dann sozusagen so, wie dass der Fuchs in den Hühnerstall gekommen ist und die Hühnerfresser hat, die sind dann auch weg. Ja? Wenn der Naturschützer sagt, man könnte doch die Hühner eigentlich im Wald rumrennen lassen ohne Zaun, dann geht das ein paar Wochen gut und irgendwann sind sie weg. Und so ist mit unserer Biene auch. Das ist hergerichtet zum Fluchten. Aha, dann machen wir doch das jetzt mal. Jetzt halt also. Fluchten heißt, wir ernten den Honig ab. Und einen leeren Raum brauchen wir auch, gell? Einen leeren Raum zum Unterwäschen brauchen wir auch. Der ist drauf. Also, wir erklären. Wenn wir jetzt die Bienen abfluchten, heißt es, da kommt jetzt eine One-Way-Brettle rein mit einer Schleuse, wo die Bienen nur in eine Richtung können. Dann müsst ihr abhängig von der Bienenmenge leere Honigräume drunter tun, dann die Bienenflucht und dann die Honigräume, die ihr abernten wollt. Wenn ihr nur einen Honigraum drauf habt, dann reicht ein Honigraum drunter setzen. Wenn ihr vier oder fünf Honigräume drauf habt, dann müsst ihr zwei oder sogar drei Räume drunter setzen, weil die Bienenmasse muss ja irgendwo hin. Die braucht ja Platz. Gell? Und jetzt hat er hier bloß einen Honigraum voll mit Bienen, weil das waren ja schwache Völker. Immerhin haben sie einen Honigraum. Das ist geschwärmt. Ah, das war abgeschwärmt. Dann ist ein Honigraum auch noch gut. Also brauchen wir nur einen Honigraum, einen leeren, drunter setzen. Das hat er jetzt schon vorbereitet. Jetzt nimmst du mal den Folder weg und dann schauen wir uns den leeren nochmal an. Und da ist es, wie das jetzt aussieht. Ja. Aha. Das ist schwerer, gell? Da hat ja der Brennle da dran geklebt, also wie der Österreicher sagt, gebickt. Aufgebickt. Weil der Biesbeiß nicht stimmt bei den Sägeberger, gell? Und alles bickt umeinander. Das ist jetzt ein Markebänder. Aha. Erster Honigraum quer drauf, geht ja bei der Frankenpolte, wenn du einen Einheitsmaßflach sagen willst. Ja, das ist Marke Hans Bär und nicht Binder. Ja. Binder ist bloß der Nachahmer. Gell? Und andere machen es, haben es auch so gemacht, früher schon. Ja. Gell? Warum? Zeig so ein Remle jetzt. Das ist auch vor 9 Tagen aufgekommen. Und wie ist es ausgebaut? Ja. Auf der ganzen Fläche. So, aber ja, gell? Auf der ganzen Fläche. Kommst du unten rein, ja? Ja, Lehrraum durch den Lehrer. Ja, ja. Das kannst du auch gleichzeitig machen. Ich muss jetzt mal. Ja.
So, wir erwarten jetzt, da das abgeschwärmt ist, einen Brutraum, der zum Teil noch mit diesen Pollen durchsetzt ist. Wann ist das geschwärmt? Ja, das kommt auch noch an. Beim letzten Kurs. Aha, nach dem letzten Kurs. So, sag, was du siehst. Pollen und Honig und ein Brutnest. Pollen, Honig und ein bisschen Brutwehr. Aber das Brutnest ist lächelt wegen Pollen. Da kommt schon ein halbes Brot daher. Entschuldige, Kamera. Stiftel auch, oder? Ja. Stiftel sind auch da, alles da, ja. Ja. Warte mal, ich muss das so machen, wie der Bender gesagt hat, sonst kriege ich wieder geschämt. Und das ist abgeschirmt und dann hast du die Nachschlagfunktion getroffen oder Königin-Prozess oder was hast du gemacht? Dampfzellen sind das, gell? Genau. Es wird da nichts anderes da, wie ich habe die Randwoben rausgegeben. Ich habe so ein wenig eingehängt und dann haben sie die Königin selber gezogen und fertig. Was hast du dann die Schwammzähler weggemacht? Bis auf zwei habe ich alle weggemacht, ja. Ja, also dann sind Schwammzähler, ja, und nicht Nachschaffungszeit. Ja. Das Kleid jetzt vorlassen. Sterben sie noch mal, oder? Nein, nicht. Ja, also meistens nicht. Ich kann mir gar nicht sagen, ja. Auch wenn man alle lässt. Meistens nicht. Also wenn sie ganz stark sind, dann Stift. Kann sein, dass sie nachkommen. Aber schaut mal her, wie viel Futterkranz da ist. Das ist noch so auf die Zeit zurückzuführen, wo Schweißen, wo kein Schwein drin war. Ja, das ist ganz leer. Das kann ich auch so mit. Das schmeißen wir jetzt ins Auto, ja? Und verfahren wir den Rücksitz. Nein, für dich habe ich eine Kastel mit Händen, ah, ist eine Fuchs. Danke. Also, Leute. Das ist jetzt ein normales Brutbild bei einem abgeschwärmten Volk, das in dem Moment erstmal Pollen in den Brutraum reinträgt, wenn keine legende Königin da ist. Und im Lauf der Zeit wird dieser Pollen wieder ausgetragen. Und deswegen ist das Brutnest zum Teil auch noch löchrig, gell? So, aber das Volk ist jetzt wieder in Ordnung. Ich kann jetzt noch 3-4 Wochen Honig machen. Alles gut? Nee. Nein, noch nicht pressen. Jetzt ist es so, gell? Ja. Und beim Anräumen tust du auch allein Honig haben unter die Dinge. Beim Abräumen. Oder beim nur Herzen. Ja, wenn ich diese Bienen in das Volk abfluchten will, dann kommt drauf an, wie viele es sind. Also, wenn sie unten reinpassen, dann natürlich nicht. Aber wenn sie nicht reinpassen, dann tue ich den Honigraum hin. Man kann sogar sehr starke Völker mit einem Honigraum anfangen einzuwintern, einzufüttern. Da ist mehr Platz. Dann wird das Brutnest nicht so schnell definiert und eingeengt. Und den kann man später wegnehmen oder man kann ihn dann sogar untersetzen. Das sind sehr starke Völker. Also das ist eine zusätzliche arbeitsintensive Maßnahme, die wenn man sie richtig macht und wenn man die Varroa im Griff hat, noch einmal stärkere Völker bringt. Aber ich würde sagen, das ist der dritte Schritt. Jetzt wollen wir erstmal hier dafür sorgen, dass die Bienen überhaupt gut versorgt werden und dass er die Varroa wegkriegt. Und dass die Winterverluste auf Null gehen, Richtung Null. 20% Winterverluste sind zu viel. 5% sind akzeptabel. Das sind Königinnen, die man nicht erkennt, die einen Mangel haben und die man erkennt sie nicht mehr. Die sind kein Schicksmacher. Oder wenn auch mal eine Maus reingeht irgendwo, kann man auch nicht verhindern, wenn sie so drin ist. Ja? Wenn man viele Völker hat, sieht man es vielleicht nicht. Aber diese Meinung 10 bis 15 oder sogar 20%, damit muss man leben. Bauer 100 Kühe und dann liegen 20 Kühe tot auf der Weide. Damit muss man leben, oder? Das
Ohne Stücke. Das hat er da schon abgefluchtet, das hat er. Wenn man Filme gefällt, oder? Eine. Kann schon was geht. Das sind jeden. Ja. Ja, hier kommt ja, die Antwort. Wie lange waren die jetzt? Da habe ich gestern noch früher einen. Und 6 Liter waren noch 5 Bienen, 10 Bienen drin. Aber trotzdem mag ich den in den Schleiderraum haben. Ich mache das jetzt wieder zu. Jörg ist dann einkaufen. Oh, Schweinen halt, ja? Jürgen! Ja? Möchtest du da noch was sehen? Ja, also wir stellen fest, da wurde ein Honigraum abgefluchtet. Der ist ja jetzt schon weggetragen worden. Und siehe, die zwei Honigräume, die drunter sind, sind voll mit Bienen. Also da war es notwendig, zwei unterzusetzen. Weil wahrscheinlich der erste Honigraum auch schon auch voll war schon. Beim Aufsetzer. Der erste ist ziemlich also gut gefüllt und der hat eben da Mittelwein gekriegt. Ne? Ja, wobei auch, auch schon gut ausgebaut. Genau. Gut ausgebaut. Ja. Wenn ich jetzt ja noch Honig, zwei, drei Wochen, dann ist er voll. Also so voll sollten Honigräume sein. Gegen Ende der Tracht. Am Anfang der Tracht sollten wir ein bisschen früher aufsetzen. Weil am Anfang der Tracht, da kommt ja noch sehr viel Dünnflüssiges rein und da kann es mal sein, dass 10-15 Kilo kommen und dann ist er voll von einem Tag. Aber jetzt am Ende der Tracht sollte man etwas langsamer sein mit dem Aussetzen. War jetzt genau eine drin. Eine Bienchen oder? Das hat er weg. Wenn der Lehrer da irgendwas erklärt wird. Ich erkläre gar nichts, aber wenn ich jetzt wieder was tue, was dir nicht passt, dann gebe ich wieder geschimpft. Deshalb ja jetzt. Was haben wir denn jetzt da zu erwarten noch als nächstes? Die sind ungefähr alle gleich. Aha. Das war das Volk. Das ist überhaupt nicht der Teghammer. Ja. Da habe ich das letzte Mal gesagt, ich glaube, ich löse es auf. Ja. Habe ich dann nicht da, weil wir denkt, lassen wir stehen, ist ja wurscht. Ne? Ja. Ja, mittlerweile geht es auch da dahin. Also zeig. Hat es nicht aufgelöst. Und das ist jetzt was, das ich ja, mir nicht gedacht hätte. Könnt ihr euch hier erinnern, ihr wart jetzt zweimal da. Ne? Das Volk war wirklich auf ganz beschissen, nur ein paar Rämchen
Und wir haben keine Brut zugehängt, wir haben keine Bienen zugegeben, wir haben gar nichts gemacht. Wir haben es, glaube ich, einmal gefüttert mit Apiforte. Ja. Und für so einen Schwächling und für so einen kranken Dings haben die jetzt zumindest Honig eingelagert. Ja. Ja. So, das ist natürlich jetzt keine relevante Ernte bis jetzt, aber das Volk ist angewachsener und ist dann in 3-4 Wochen, wenn das Einwintern anfängt, stark genug als Volk eingewintert zu werden. Entweder das oder ich jetzt noch einen wahrscheinlich auf Ableger aufteilen. Ne? Ja, auch mal. Ja. Aber aufpassen, wenn ihr den Organismus des Bienenvolks zu stark in Anspruch nehmt, also zu schwache Ableger macht, dann die Völker, die kann man dann irgendwie in eine Situation, wo sie zwar theoretisch stark genug sind, wachsen zu können, aber wo dieser Organismus, diese Tiere es irgendwie trotzdem nicht packen. Und da kann euch passieren, wenn ihr da 3 Ableger jetzt macht, dass alle 3 kaputt gehen. Und ihr habt sie dann gefüttert, ihr habt sie behandelt, ihr habt Arbeitszeit reingesteckt. Also lieber ein solches Volk nicht aufteilen, sondern als Einheit einwintern, an die Königin rein. Vertraut ihr die totale Brutentnahme? Es kommt darauf an, wie viel unten jetzt sind, wie viel Waben. Ich denke, ja. Ja, mach sie mal auf. Also, jetzt machen wir ganz weg und zeigen uns mal die Brut. Also, was sagt uns diese Wabe? Zeig sie mal daher, ja, dass wir das hier auch sehen. Hier sind die Fühler. Was sagt uns dieses? Das ist die einzige richtige. Also, es kann sein, dass das Volk zu viel Viren hat, das sehen wir nicht. Es könnte sein, dass das Volk irgendwelche Brutkrankheiten hat, das sehe ich aus der Entfernung auch nicht. Das ist aber vermutlich nicht der Fall, sonst würde es ein bisschen anders aussehen. Dieses Volk hat keine gute Königin. Da brauche ich gar nicht mehr anschauen. Da gehört jetzt eine andere Königin rein. Und dann haben wir nämlich in 3 Wochen 4 komplette Brutwaben. Das ist die richtige Maßnahme dafür. Und dann warten wir, bis die Brut schlüpft. Und dann entscheiden wir, ob wir eine totale Brutentnahme machen oder wie wir da vorgehen. Seht ihr das? Jetzt Königin rein. Wie? Austauschen. Ja, wie? Ja, austauschen. Also. Die alte raus, die neue rein im Käfig. Fertig. Okay. Und wenn du es nicht findest? Wenn du es nicht findest, dann schickst du deine Frau her, die soll es die finden. Weißt du? Und die wird angenommen? Die wird angenommen, wenn sie alt genug ist. Ja, wenn sie reisen, wird sie angenommen. Ja, klar. Da braucht ihr nichts warten, Zellbrecher oder irgend sowas. Nein. Raus, rein. Im Käfig rein. Ja? Nicht ohne Käfig. Ja, mindestens 3 Wochen alt. Mindestens besser. Apidea ist zu klein. Ist zu klein, da müsst ihr eigentlich so einen Honigraumaufsatz machen. Und dann brütet die oben auf und dann seht ihr. Mini-Plus ist besser. Ja, aber dann ist es ja rum. Da hinten ist die Königin. Ja.
repariert. Ja. Die haben es hergerichtet. Jetzt gut, kriegst du das Ding vom See umbauen müssen. So, und jetzt kommt das Wort, das Grundsatzwort zu solchen Völkern, Leute. Erstens, wir haben also jetzt gesehen hier, wenn ein Volk schlecht ist im Mai, kann mehrere Gründe haben, aber meistens ist der Grund, dass die Königin zu schlecht ist. Wenn ihr jetzt nichts macht, dann habt ihr Erfolg, dass ihr euch kein Honig bringt. Wann ich da kurz mit sprechen, Moment. Einhaken werden? Nein. Da war eine Maus drin, okay. Aber trotzdem ist jetzt die Königin schlecht. Also, vielleicht ist er auch durch die Maus da schlecht behandelt worden oder was? Von den Bienen und alles durcheinander. So, und dieses so schnell wie ihr könnt, eine bessere Königin hin. Wenn ihr natürlich im März keine habt, müsst ihr warten, bis ihr eine habt. Ja, oder? Deswegen solltet ihr auch Königinnen in Reserveeinheiten haben, die ihr dann da reinhängen könnt. Im März schon. Wenn die auch überwintert ist, dann könnt ihr das machen. Und so schnell wie möglich eine andere Königin hin, damit auch dieses Tier Honig bringt. Weil ihr seht ja, was passiert, wenn die Königin aus irgendeinem Grund nichts taugt, da habt das ganze Biene ja rum. Ihr müsst jetzt nachher 20 Kilo Futter bezahlen, rein, behandeln, Arbeitszeit. Die Kiste kann anderweitig nicht benutzt werden. Und das ist nichts Gescheites geworden. Das ist praktisch, wie wenn ihr eine Katze habt, die keine Mäuse fängt. Ja, die gehört auch weg. So, das gibt jetzt wieder einen schönen. Ja, könnt ihr jetzt mal auf Facebook kommentieren. Auf, bitteschön, ja. Mir ist nur ganz wichtig, wenn ich jetzt für Ableger geredet habe. Ich mache aus denen keine Ableger nicht. Aber das sind die Waben, die hänge Ableger, frische Ableger dazu. Da ist genug Futter drauf, die Brut schläft, dann hängst du die hinter das Schied nachher. Ja. Im Herbst rein, dann rahmen sie das hinter den Schied aus und dann kriegst du die schwarzen Schinken schön raus. Weil ein Kritikpunkt bei der ersten Veröffentlichung war ja, so schwarze Rändchen, das ist so schwarzes Wobenmaterial, das Wobenmaterial ist jetzt 3 Jahre alt. Das ist nicht hygienisch. Ja, das ist schädlich, Brutkrankheiten, Blut auslösen. Ja, aber hier sage ich euch, leider muss ich das hier sagen und ich sage es aber, damit die Diskussion endlich mal auch nach Österreich kommt, diese Lehrmeinung ist falsch. Alle imkerliche Erfahrung auf der ganzen Welt widerspricht dieser österreichischen Lehrmeinung, dass braune Waben schädlich sind. Sagt der Deutsche, der Ausländer. Das ist falsch. Ist aber auch keine österreichische Lehrmeinung. Ja, aber der Österreicher verteidigt sie militant. Der Deutsche zum Teil auch. Aber es sind halt natürlich die Profis, die viele Völker haben und das alles ausprobiert haben nebeneinander. Die wissen, überall, je häufiger man Mittelwände reingibt, umso höher ist die Gefahr, dass Völker kaputt gehen. Und das ist ja nur ein Punkt. Völker entwickeln sich schlechter, Völker bringen weniger Honig und die Krankheitslast von gebrüteten Waben ist auch nicht höher. Was wichtig ist, es hat dann mal so ein Spezialist, der dann kommentiert, also sein Material ist nie älter als 3 Jahre. War nicht. Das ist auch nicht. Nein, nicht über 3 Jahre. Das ist auch nicht. Ja. Das kommt dann auch dazu. Das könnte ja ohne weiteres viel älter sein. Gell? Ja, aber das sind halt die Schlauen, die da im Internet und überall die irgendwas. Die werden nach 3 Jahren im Dunkelwasser öfter befüttert werden. Ja, da werden ja große Eisen einige. Du bist ja beim Hygienekurs gewesen, oder? Habe ich da das mit dem Wasser gemacht? Nein, war ich nicht. Ah, okay. Der Hygienekurs, ja. Also, sowas austauschen. Und die Anfänger, die meinen, jetzt schauen wir mal, können das ja auch alles machen, aber. So ein Volk bringt überhaupt keinen Cashflow. Das war ein Volk, das haben wir früher weiter losgefunden. Also bei dem war eine Maus relativ stark zugegangen. Das waren ja nicht mehr nur 2 Waben im Frühjahr. Ne? Ja. Und das war das, was wir weiter losgefunden haben. War aber schon brutlos auch, wo wir dann eine Königin zugehängt haben. Das war eben beim ersten Kurs, glaube ich, wo wir es ja zugehängt haben. Und jetzt sind 2 Honigräume an Bienen drauf. Ja? Genau. Und ein Honigraum ist voll mit Honig.
Den lassen wir jetzt noch drauf, ja, bis zum Ende der Saison, und dann ist der eine Runde komplett. Das ist 6 Eier an die Brutwurm. Mal, ja, ein bisschen was. Also sowas kann man akzeptieren als Freizeitimker. Ein Profi-Imker hätte das heute auch weg. Vor 2 Monaten.